Okay. Was wir als nächstes brauchen, sind Dreiergruppen. Das ist jetzt nicht so schwer in einer Sechsergruppe, oder? Haben wir Glück. Ich hätte gerne eine Spielerin vorne am Netz. Okay. Und ich hätte gerne zwei Spielerinnen hier hinten, links und rechts, sodass wir eine Aufstellung haben in einem Dreieck. Okay. Eine Aufstellung haben in einem Dreieck. Thomas brauche ich als Co-Trainer. Legen wir den Ball weg. Bleiben wir dann hinterm Netz stehen, hinter ihr. Okay. Also noch eine links, eine rechts. Da auch. Eine ans Netz. Und hier hinten einfach eine links, eine rechts. Okay. Und unsere Aufgabe als Trainer ist es jetzt, hier etwas ins Spiel zu bringen. Es soll immer noch gebaggert werden und gepritscht werden. Hinten baggern, vorne pritschen. Aber während der Ball zu dir unterwegs ist, werden wir beide, Trainer, Co-Trainer, ansagen, rechts oder links. Und wenn ich rechts sage, spielst du nach rechts. Wenn ich links sage, spielst du ihn nach links. Das werden wir aber erst sagen, wenn der Ball wieder runterkommt. Alles klar? Okay. Also werden wir das mal versuchen. Los geht's. Baggern und pritschen. Okay. Einfach hinpritschen, den ersten ganz egal wohin, dass es losgeht. Links. Rechts. Rechts. Das ist Technik-Variationstraining. Links. Der soll gepritscht werden. Musst du dich hinbewegen. Rechts. Links. Rechts. Okay, gut. Halt mal fest den Ball.